So, liebe Leute, willkommen zurück zu Grid und wir machen heute weiter mit der Classic GT Euro Series. Zwei Rennen, Barcelona, Paris und unser Ziel ist es, Platz 3 zu holen. Ja, das machen wir doch oder versuchen wir es zumindest. So. Wir nehmen den hier. Moment, ich gucke gerade, ob wir noch eine tolle La eine Lackierung haben. Nehmen wir die, oder? Warte mal. Irgendwo war gerade eine. Ja, hier, genau. Die nehmen wir. So, dann würde ich sagen, gehen wir rein in Rennen Nummer 1. Wie gesagt, wir sind in Paris zu Gast hier. Vier Runden. Ne, Barcelona, Entschuldigung. Vier Runden stehen uns heute an. Schauen wir mal, ob wir hier wieder was mitnehmen können. Willkommen zum heutigen Event in Barcelona. Kristen, was kannst du uns dazu verraten? Ich schätze, manche Fahrer sind in einer besseren Form als andere. Doch bei der Grid World Series ist schließlich alles möglich. Warten wir es ab. Danke, Kristen. Wir melden uns gleich zurück mit dem Start. Was wird das für ein Rennen werden? Na dann, auf geht's. Wir stehen. Das ist der Teamkollege, ne? Ja. Aber ziemlich am Ende des Feldes, würde ich sagen. 14. So, auf geht's auf jeden Fall. Und hier ist es schwierig, die Lücke zu finden. Aber die ersten kleinen Lücken haben wir schon mal gefunden. Geil. Jetzt geht's schon wieder los. Der eine schießt zu zweit. Wir sind der Elfter gewesen und jetzt sind wir der Letzte. Ja, ich versuche gerade ein bisschen die Lücke wieder zu schaffen. Ne? Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Ist mir gerade egal. Im Zweifel gehe ich da mit Gewalt durch. Wenn sie mich nicht freiwillig vorbeilassen wollen, gehe ich da mit Gewalt rein. So, erste Rennen, wir sind momentan noch 7. So, die Kollege ist der Nächste. Jetzt sind wir schon zumindest mal wieder dabei vorne mit Platz 2 gerade. So, und jetzt geht's über die Linie. Ja, der Gute Kollege Arbeit vor uns. In der ersten Runde. Du bist auf dem zweiten. Ja. Okay, der will jetzt die Lücke da ein bisschen zumachen. Und jetzt heißt es ein bisschen dran ziehen, damit wir rauskommen, aber haben wir geschafft. Wir sind auf jeden Fall wieder vorne dabei. Da müssen wir schon aufpassen.
Du hast die Hälfte des Rennens hinter dir. So. Aufpassen, dass wir nicht zu sehr rausdriften hier. Wir können es gut absetzen da vorne. Oh nein. Da hat es mich gerade einmal komplett weggehauen. Das war jetzt ein bisschen unnötig. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Nein, ich war mal so sicher, da vorne weg. Wir haben ein bisschen versucht, uns abzusetzen. Ja, das ist mir egal. Das ist aber Gott sei Dank nicht meine Variante, mein Untergehen. Jetzt schön an der Küste lang hier von Barcelona. Das könnte die Partymeile sein hier so ein bisschen. Ich warte jetzt auf die Barcelona. Hier wollen wir nur machen. Das Rennen dann doch irgendwie noch gewonnen. So. Ja, wunderbar. Platz 1 und 7. Naja, 7. Platz ist natürlich nicht gut, finde ich, im Kollegen, aber mal schauen. Ja. So, bald immer auch Höchstlevel. Ah, das reicht nicht ganz. Nächste Rennen, komm. Und dann haben wir es. Ich glaube, 99 soll das Höchstlevel sein. So, nächste Strecke ist Paris. 5-Runden-Rennen, 2,5 Kilometer lang. Le Trocadero, so heißt die Strecke. Und wir stehen von Platz 4. Geht's ins letzte Rennen dieser Serie. Oder dieses Events hier. Ja, mal schauen. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für einen Sieg darf man nichts dem Zufall überlassen. Ich achte vor allem auf einen der Teilnehmer. Mal sehen, wie es ausgeht. Ja, auf geht's. Ja, schon stark, leider kann man keinen Platz gut machen. Mach mal ein bisschen mehr Platz gerade.
jetzt sind wir schon mal vorne weg. 5 Runden schon gegangen. Die wollen wir natürlich nutzen, um das Ding hier zu gewinnen. Müssen wir aufpassen hier mit der Kurve. Erste Runde schon rum. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Die gute Gerutsche haben wir auf 6. Wieder einen schönen Rührab hier in dem Tunnel. Wow. Okay, das war einfach zu much, gerade in der Kurve dann um. Nicht nochmal so ein Ding machen, weil da war ich gerade im Abflug vor der Runde. Ich gehe mal ein bisschen vom Gang schon früh auf die Bremse. Diesmal hat es funktioniert. Diesmal sind wir nicht angeschlagen, aber es wurde wieder eng. Ja, die Strecke, die ist drin, die klingt auf dem Papier relativ einfach, aber... Ja, na, leichter Anschlag, aber... Geht noch. So, geht jetzt gleich in die letzte Runde. So, das ist die letzte Kurve, jetzt geht's hier nochmal in die... Letzten 2,5 Kilometer diese Strecke. Bleib in Führung. Strecke. Letzte Runde. Jetzt wir schön durch den Tunnel nochmal durch. Und jetzt gleich wieder diese Kurve, diese ominöse Rechtskurve hier. Schön an den stehenden Reifen, aber das ist herzlich egal. Da hat die Kollege nur P6 rumgehackt. Dafür soll er in der Tabelle auch sein wird. Gehen wir in Richtung Ziel und holen uns P1 im nächsten Rennen. 5 Minuten 19 haben wir gebraucht. Ja.
Und damit müsste eigentlich auch tatsächlich der Höchstlevel da sein. Jetzt es geht natürlich auf Level 100 oder drüber. Aber wir werden es uns gleich, wir werden es gleich wissen. Level 99. Ah, weiß ich nicht, ob der tatsächlich auf die Höhe. Wir sind auf jeden Fall Stufe 99, das ist schon mal klar. Aber ich weiß nicht, ob das dann noch weitergeht am Ende. Jedenfalls sind wir durch mit dieser Serie hier, mit diesem Event hier. Und dann geht's morgen schon weiter mit dem nächsten. Klar, aber Platz 1 ist eigentlich klar. Da haben wir zwei Rennen klar gewonnen haben. Nicht ohne Probleme, aber wir haben sie gewonnen. So, dann sind wir durch. Wir machen weiter morgen um 14 Uhr dann mit der Classic GT American Series. Auch wieder zwei Rennen. Quiescent und ich glaube, das könnte in Indianapolis sein. Naja, schauen wir uns dann an. Bis dahin. Ciao.